Ja, auch von mir schönen guten Tag in die Runde. Ich glaube, alle waren so ein bisschen betroffen heute, als sie die Meldung bekommen haben, dass uns Uwe im Krankenhaus liegt. Von dieser Stelle, bevor wir jetzt mit der Pressekonferenz beginnen, erstmal von der Mannschaft, vom Trainerstab und der sportlichen Leitung nur die besten Genesungswünsche an Uwe. Idealerweise gewinnen wir am Sonntag, dass die Genesung schnell vonstatten geht. Also Uwe, bleib aufrecht, du schaffst das und wir sind in Gedanken, Mannschaft, Trainerstab und sportliche Leitung bei dir. Wie gesagt, wir versuchen am Sonntag ein bisschen was dafür zu tun, dass es schnell geht. Alles Gute ins Krankenhaus. Herr, würden Sie im Nachhinein sagen, dass die Umstellung in der Abwehr bis zum Ausscheiden von Joscha Fagnomann in Fürth funktioniert hat? Und planen Sie, mit der gleichen Viererkette auch am Sonntag aufzulaufen? Ja, ich glaube, dass wir natürlich nach so einer 10-wöchigen Pause haben wir die Trainingseindrücke einfließen lassen in diese erste Aufstellung nach Corona oder beziehungsweise nach der Pause. Und ich war im Großen und Ganzen zufrieden, dass es da hier und da noch das eine oder andere Problemchen gab. Das hatte auch jeder gesehen. Ja, aber im Großen und Ganzen war ich mit allen Vieren in der Viererkette einverstanden, wie das dann am Sonntag aussieht. Wie immer. Keine Frage heute für den heutigen Tag. Sonntag können wir sie beantworten. Bielefeld 7 Punkte vorm HSV. HSV in dieser Saison extrem heimstark. Wer ist Favorit Ihrer Meinung nach? Ich glaube, so einen richtigen Favoriten kann man da nicht ausmachen. Ja, ich glaube, dass das erstmal das, was ich schon seit Beginn der Saison gesagt habe, dass für mich das nicht überraschend ist, dass Arminia Bielefeld so eine starke Runde spielt. Wir hätten natürlich deutlich weniger Rückstand haben wollen. Das ist nicht gelungen, weil Arminia Bielefeld eben auch in den Phasen, wo sie nicht gut gespielt haben, aber haben sie halt ihre Spiele gewonnen. Ja, das ist vielleicht im Moment der Unterschied, dass sie sehr stabil daherkommen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine Qualität, die man auch immer wieder sieht und auch immer wieder uns dann auch die Chance gibt, wieder ranzurutschen. Also deshalb sehe ich das Spiel 51-49 für uns. Ihr Kollege Uwe Neuhaus hat heute gesagt, dass wenn man in Hamburg gewinnen würde, würde man so weit weg sein, dass der HSV sich über Bielefeld keine Gedanken mehr machen würde. Wäre das tatsächlich der Fall oder glauben Sie, dass es trotzdem dann bis zum Ende noch spannend bleiben könnte? Das wird sowieso oder so spannend bleiben. Also von daher ist das jetzt unabhängig vom Ergebnis. Selbst wenn wir gewinnen, haben wir damit nur einen Schritt gemacht. Ja, und ich sage in der heutigen Zeit, selbst wenn Bielefeld gewinnen würde bei 10 Punkten Rückstand, klar, das hört sich erstmal eine Menge an. Aber wir wissen alle, wie der Terminplan in den nächsten Wochen ist. Und es sind dann immer noch 7 Spiele zu gehen. Wie gesagt, im Fußball kann sehr, sehr viel passieren. Das sind die alten Plattitüden, die ich dann heute auch mal benutze. Ja, aber natürlich, 10 Punkte aufzuholen wäre dann schon sehr schwierig. Aber wir sind ja dafür da, dass es nicht so weit kommt. Vielleicht einmal kurz auf den Gegner schauen. Was macht Bielefeld so stark, so stabil und was können Sie vielleicht auch über den Trainer Uwe Neuhaus sagen? Ja, ich glaube, Uwe und ich, so oft haben wir noch gar nicht gegeneinander gespielt, obwohl man sich immer wieder mal gesehen hat. Ja, ich glaube, Uwe ist, denke ich, wenn man es einem gönnen würde, dass er mal in der Bundesliga trainieren darf, dann im Uwe. Ja, ich habe gerade gehört, der macht sein 300. Zweitligaspiel, aber sein 500. Trainerspiel insgesamt. Das ist natürlich auch eine herausragende Quote. Ja, und dass Uwe natürlich gerne die nächsten Spiele oder nach der Saison dann auch in der Bundesliga mal als Trainer arbeiten möchte. Ich glaube, das hat er sich mehr als verdient. Ja, Arminia Bielefeld zeichnet aus diese wahnsinnige Geschlossenheit, die sie jetzt ja nicht nur im Kalenderjahr 2020 auf den Platz bringen, sondern eben über das ganze Kalenderjahr 2019. Und das ist immer so schön, dass dann immer nur über Nürnberg, Hannover, Stuttgart und Hamburg gesprochen wurde. Ja, und Bielefeld auch bei euch doch sehr unterm Radar gelaufen ist, obwohl sie schon letztes Jahr in der Rückrunde sehr, sehr gut gespielt haben. Und das zeigt eben, dass immer nur auf die Vereine geguckt wird, wo vielleicht am meisten Sprengpotenzial ist. Ja, und Bielefeld hat das ausgenutzt. Bielefeld ist aus dem Schatten gekommen, hat einfach ihre Qualität durchgebracht. Ja, und deshalb ist das für mich wirklich eine mannschaftlich sehr geschlossene Mannschaft, die natürlich dann darüber hinaus noch die individuelle Qualität des einen oder anderen Spielers hat. Klos vorne ist klar, Ortega im Tor, habe ich schon in der Woche mal gesagt, dass das für mich mit den Füßen ein herausragender Torwart ist. Und nicht nur da, aber eben auch einige Spieler, die bislang gar nicht so aufgefallen sind. Pieper in der Innenverteidigung mit Nielsen, junges Innenverteidigerpaar, was sehr gut aufeinander abgestimmt wirkt. Ja, aber eben auch ein Hartl, der seine Rolle gefunden hat bei Arminia Bielefeld. Also wirklich eine Mannschaft, die nicht umsonst momentan auch vor Stuttgart und Hamburg steht.
Am vergangenen Wochenende haben ja alle drei Mannschaften, die oben stehen, unter verschiedenen Umständen relativ spät ein Tor kassiert. Ist das Zufall oder gibt es vielleicht irgendeine kleine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann? Und wenn das Mikro gerade offen ist, kurze Zwischenfrage an Till, dann auch bei der Gelegenheit, wie ist das eigentlich am Stadion? Gibt es eine Stadion-Einlaufmusik, gibt es eine Turmmusik? Das wird ja von vielen Vereinen unterschiedlich gehandhabt. Danke. Mach du es. Zuerst. Ein paar Sachen gibt es. Es ist ja beispielsweise auch eine Schweigeminute vorher angedacht. Also wir haben einen Sicherheitssprecher im Stadion. Und ich will auch noch nicht zu viel verraten. Vielleicht sollen die Spieler auch noch mit dem einen oder anderen überrascht werden. Aber ein paar Sachen gibt es vor Ort. Vielleicht noch ein anderes Thema, weil das auch schon häufiger gefragt wurde, ob sich denn Fans hier versammeln könnten. Davor hatten ja einige Angst. Da haben wir aus allen Bereichen der Fanszene ganz klare Signale bekommen, dass hier keine Fangruppierungen zu erwarten sind. Vielleicht wird Helmpeter vorm Auditor stehen, aber ansonsten erwarten wir das nicht. Okay, und zum ersten Teil der Frage, ja, ich glaube, dass es einfach auch mal so ein Phänomen eines Spieltags ist, dass späte Tore fallen, dass es jetzt die drei Führenden in der Tabelle getroffen hat. Ja, das werde ich eher als Zufall, zeigt aber auch, dass jeder Gegner nach wie vor hoch motiviert ist, bis in die Schlussphasen rein den vermeintlichen Favoriten ein Bein zu stellen. Ja, und das wird uns auch die nächsten Wochen und Spiele begleiten. Das würde ich jetzt nicht extremst drauf eingehen wollen, aber zeigt eben, dass einem nichts geschenkt wird. Keiner der drei Mannschaften, die jetzt im Moment vorne stehen.